Nee, auf keinen Wieso? Ich Fall. fahre doch nach Golfech. Golfech. Das ist nicht so weit. Das ist das. Das ist doch weiter als Nantes. That's not Terminus. That's not Terminus. Niemand fährt nach Nantes. Ich fahre nach Paris. Immer nach Paris fährst. That's not Terminus. Please leave the bus here. Please don't do not leave the bus here. Ah ja, stimmt. Schon bei uns ist halt eine Stadtbahn entgleist. Kommt vor. Ach genau, apropos ETS2, genau. Da ist nämlich im LKW, das war voll strange, im LKW ist ein Reifen geplatzt, dann hat sich der Reifen gelockert und ist auf die Schiene gerollt und in dem Moment kommt ein Zug und fährt da drüber. Cool. Dann ist sie entgleist. Dann war da irgendwie für ein paar Stunden. Sorry. Julian, ich war doch vorbei. Ja, ich habe keinen Schaden davon getragen. Ah, ey, der ist so schwammig, der LKW. Das ist, geht gar nicht. Da brauchst du nur einmal hier anticken. Tipp. Hallo Carsten. James, ich weiß, dass du mich gerade sehr lieb hast. Ach, weißt du das? Ja, ich weiß das. Ja. Jetzt ist mein LKW kaputt. Noch kaputter. Dieser eine gewisse Hashtag hat mich dazu veranlasst, dass ich deinen LKW gleich mal demontieren werde, mein Lieber. Ein Hashtag? Ja. Den er in den Kommentaren geschrieben hat. Welchen hat er denn? Oder wo er gesagt hat, die Leute sollen das in die Kommentare schreiben. Hashtag Vintage. Nee, nee. Es ist eine Zusammensetzung aus drei Buchstaben. Alt. Alt F4. Von der ich mal Teil war. Ein Warum? Teil. Oh, da fahren langsame Dinge auf der Straße. Was fahren die denn so komisch da vorne? Leute, beholt doch bitte auf zwei Spuren, nicht auf drei. James. Ach, da sind komische andere. Ihr seht das eh schon. Ja, Tag. Ja. James, ja, Tag. Carsten. Ja, auch da. Ich werde deinen LKW so demontieren, dass du dir wünschst, diese Aussage niemals getätigt zu haben. Da bin ich ja auch nur selbst. Bin ich aber auch mal gespannt. Nur weg geradeaus. Aber ich muss dir auch mal was androhen. Sonst macht das ja keinen Spaß, weißt du? Ja, aber je mehr Teile man dran ist, wenn ich dem James keine Rache schwöre, dann ist das doch langweilig. Fuck. Gib doch mal zu. Also da jetzt gebremst? Spätestens jetzt hat er gebremst. Ist irgendwie im Rückspiegel zurückgefallen halt. Ich glaube, der wollte über die andere Ausfahrt raus. Ja, und wir wollten über die Ausfahrt. Erstmal Gleiskreuzung hier. Eine Gleiskreuzung? Ja, Gleiskreuzung. Nee, der fährt hier auch lang. Warum hat er denn gebremst? Weil wegen Sicherheit. Weil du wahrscheinlich von links kamst? Hat er mich blinken sehen? Aber das war ja nett, wenn er gebremst hat. Dann war das ja netter. Oh. Mich hat er sogar auch noch durchgelassen. Wahrscheinlich unfreiwillig, aber er hat mich durchgelassen. War das sogar netter? Netter. War es ein guter. Boah, wie viel los ist hier heute? Ja, aber die grüßen auch alles. Ne? Finde ich super. Ich glaube, die haben alle Ferien. Voll freundlich. Wer hat Ferien? Die ganzen Kinder. Musst du runterfahren? Schon? Abfahren. Also. Also, ich kann euch mal ein bisschen so, je nachdem, wie ihr da so. Ich bin neben dir. Okay. Ich bin hinter James und ich werd da auch bleiben. Na, ich fahr mal ein bisschen. Oh. Ein bisschen querfeldein, wa? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen das Terrain testen. Den Allradmodus. Ja, exakt. Stimmt, die Differentialsperre. Das Offroad. 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 Off the road. Genau, die Frage ist, ob's. Ja, das können wir auch in den Farben jetzt einbauen. Was ob's? Hey, yo. Damit nimmst du doch auf, oder? Ja, genau. Oh, der Carsten hatte so coole Aborigine-Figuren. Oh. Voll geil, ne? Mit Boomerang und allem Schnickschnack. Oh nein. Holy Boomerang, ja. Voll cool, ja, was der Carsten da hat, ne? Jetzt muss ich aber neu beschleunigen. Och, James. Nein, nein. Das ist aber ganz böse. Die war schon freigeschaltet. Ich fang gleich an zu weinen. Ich stell mich gleich hin. Hoi. Seid ihr irgendwo abgefahren? Nee, das ist. Nee, es ist eh nur so eine Tankstelle. Nur so eine Tankstelle. Wenn das nur eine Tankstelle ist, dann kann ich ja daran vorbeifahren. Ne? Ja, fahr doch mal dran vorbei. Oder muss man die freischalten? Nee, die war eigentlich schon freigeschaltet. Das war nur so aus Spaß. Ah, was war das denn? Krass. Was habt ihr gemacht? Keine Ahnung. Also ich war halb. Hast du irgendwie die Leitplanke berührt? Nee, ich war ja in der Mitte. Also ich war sehr weit weg, also. Servus. Also irgendwie war das jetzt komisch. Ich hab zufällig um meinen Spiegel geguckt. Max, also
Max, der ist, ich hab, oh, gern. Nee, also ich hab's gesehen, nur bei mir auf dem Kanal. Ich kann automatisch einen Fensterheber runter. Genau. Also ich würde jetzt nach Cambridge gedingst. Kamebritke? Kamebritke. Carsten, dann fährst du aus Cambridge raus, die Autobahn Richtung Norden und dann treffen wir uns am Autobahnkreuz. Ach, das ist Silber, das meint der Dingen. So. Ja, so diese Auflageflächen, so richtig schön gespiegelt, damit du jede Vogelkacke draus siehst. Du fährst aus Cambridge raus und fährst dann auf die Autobahn nach Norden. Mhm, und wo treffen wir uns da? An dem Autobahndreieck. An welchem? Achso, nee, dann musst du erstmal zu uns kommen. So. Oder du fährst Richtung Süden und wir treffen uns da am Autobahndreieck. Nee, ich muss da noch was freischalten. Also. Da ist so ein kleines Stück neu. Die Tankstelle haben die neu gebaut. Also wir treffen uns direkt an dem Autobahndreieck an der Tankstelle. Wo denn? Nee, da sind wir ja schon dran vorbei. Wo seid ihr schon vorbei? An der Tankstelle sind wir vorbei. Also wenn du nördlich von Cambridge guckst, da sind wir schon vorbeigefahren. Ja, wir fahren jetzt gerade die A14 Richtung Felixstowe. Schon Richtung Felixstowe, den letzten Abschnitt. Ja, aber der zeigt mir auch, dass ich da oben rumfahren soll. Ja, wollen wir uns dann im... Achso. Ja, wir auch in Felixstowe treffen. Dann warten wir hier. In Felix oder im Süden oder so treffen, oder? Wir warten hier. Achso, ich sollte vielleicht erstmal. Ja, wir können es mal ein bisschen hier spurtechnisch. Ja, ein bisschen optimieren. Erstmal reparieren. Wie das so laut ist von draußen. 5, 4, 3, wusste ich doch. Das sind kaum mein lieber Herr Chakotay, Sie sind berechenbar. Ich weiß. Auch wie eine Funktion. Toll, ne? Berechenbarkeit auch super. If James is angepisst gleich true, then kill Julian. Else auch. Else auch. Else nur stark beschädigen. Hey, aber schön if then else. Wobei, da beschädigt der nur noch meinen LKW und nicht mehr mich, weil ich bin eh schon stark beschädigt. Oh, innerlich so. Boah, Alter. Nee, insgesamt. Hey, James, du bist seit letzte Aufnahmesession auch gefahren, das will Paint. Ja, ich weiß, ich bin das in der vorletzten auch gefahren. Ich hab das noch nicht Seitdem gesehen. Ich das Pack habe, bin ich das auch gefahren. Also, Adi fällt ja das nur. Ja, das ist so mein neues Standard-Lackierung. Es hat schon irgendwie, ich finde es nicht schlecht. Das ist halt wie in Omsi mit der White Lady. Ich mag das Repaint. Es ist grau. So, Tatsache. Voll. Es leuchtet voll drin hier, dieses komische Emblem. Ja, es leuchtet alles bei dir. Du musst dir eher die Frage stellen, was nicht bei dir leuchtet. Mein... Nein. Ich meine, meine bei dir am Kühlbox. LKW. Boah, Alter, was ist mit dem LKW? Ihr solltet das Ablendlicht langsam mal einschalten, ne? Das hab ich schon. Zwischen 19 und 7 Uhr. Das mobile Rotlichtviertel hier. Oh, kommst du zu mir rüber, oder was? Vor allem, wie du hier... unten so kleinere Leuchten hast, die Reihe da drüber etwas hellere und die Reihe da drüber orange. Ja, ich hab gehört, machst du mal verschiedene da. Und dann hat er hier noch das Scania-Logo vorne bei den Kennzeichen und das leuchtende LED-Logo hinten. Ja, dann guck mal, hinter meinen Seitenfenstern, das ist auch alles eingestellt. Was wissen wir jetzt? Also hinter meinen Seitenfenstern, diese Metallplatten. Ja, genau, da steht auch Scania drauf. Ja. Und hinten hast du das V8. Und am Türgriff ist auch eingestellt. Josh, diese Radkappen, die du da hast, ne? Die gibt's auch mit Scania-Logo. Ja, die... Hä, okay, cool. Also hey, hast du vorne. Dieses Radpack auch? Ja, das... Also ich hab das hat er sich gekauft! das ist schon 3 Jahre alt. Ja, ich finde das ein bisschen sinn... Also ich hab Keine das drei gekauft, Jahre. Ich finde das irgendwie sinnlos. Ich kann da mal gucken, wir haben jetzt da Zeit. Ich kann da mal raustaben. Wir haben mal ein bisschen Investigation hier. Boah, Alter, was ist denn mit dem LKW? Aber wie kommt das, dass du diese Blinker überall hast? Carsten, das ist der kurze Radstand an dem Auflieger. Die Blinker das hatte Josh letztens auch. Auf allen vier Geht mir das auf diesen das Sack? Ist Mighty, das ist ein extra Aufbau. Das ist das Mighty Griffin Pack Ding. Ach, das ist das. Okay, nice. Nice. Das hat auch nur der Scania gekriegt, ne? Ja, das ist das Scania-Ding. Deswegen bin ich ja nochmal Scania gefahren. Ja, das ist ja langweilig, aber mit so vollgestopft mit Scheiße. Oh, Alter, dieser LKW, ich bestimmt nochmal ein bisschen parken. Jetzt siehst du vorne den Tisch eigentlich auf. Also ich glaube, jetzt, wo ich den LKW nochmal genauer betrachtet habe, muss ich dem Carsten doch schon recht geben, dass sein LKW dadurch schwerer wird. Definitiv, ja. Ich möchte gar nicht wissen, was dieser massiv V8-Auspuff. Ja.
Der war schön mitwackelt, irgendwie. Wackelt so schön. Der wackelt. Der wackelt-dackel. Mit dem Popöschen. Dreier aus Puffe links und rechts. So, jetzt bin ich Tankstelle. Ja, für jeden Zylinder hast du einen Auspuff. OP57. OP? Haha, OP. Ich bin halt OP. Mhm. I see all game Punkte. Ich hab ein personalisiertes. Und oh. Er hat ein personalisiertes. Ja, JC1701. Du bist schon an der zweiten Tankstelle, Carsten. Ja, ich bin schon vorbei an euch. Ich wollte gerade auf das Kennzeichen gucken von dem Yamis. Ich fahr mal noch einen Meter. Achso, nix Meter zurück. Ihr sollt vorwärts fahren, nicht zurück. Brumm. Da ist ein AKW. Was, die AKP? Wo? Ein AKW. Tut das dem AKW, wenn man ihn pflügt? Mm. Oh. Mm, wahrscheinlich. Der war gut. Das ist direkt, finde ich jetzt nicht erwartet. Ich habe alles erwartet, aber der war eigentlich ganz gut. Nicht. Doch, der war eigentlich ganz gut. Okay. Aber nur eigentlich. Ist mein Auftrag überhaupt noch da? Ich hoffe mal. Bin noch vorbei gewesen, oder? Ja, ja. Genau deswegen habe ich ja gebremst, weißt du? Weil ich den nicht in die Seite fahren wollte. Brumm. Wenn der Carsten wieder Vollgas ballert nach vorne. James. Ich fahre nicht vor, ich fahre gerade mal 100. Heute bin ich in der Laune, wo mir das Fick egal ist. Da kannst du so. Sag doch machen, nicht Fick! So mir kannst du so ganz machen, ehrlich, du ja, ja, der Julian kann jetzt sein Video leider nicht mehr monetarisieren. Wir können alle unsere Videos leider nicht mehr monetarisieren. Ui. Doch, ich piepse das raus. Nee, ich nicht, das ist mir das Geld nicht wert. Fick, 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 fick. Auf jeden Fall. Wir hören die Zuschauer denn jetzt piep, 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 piep. Ich hätte ja nur ein Piepen gemacht, nur mal so. So ein Piep. Genau. Nee, ich mach Piep, 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 Piep. Damit die Zuschauer merken, dass der Carsten das öfter gesagt hat. Weil die leeren Soundlücken zwischen den Worten so wichtig sind. Ja, klar. Ja, die dürfen ja gestrahlt werden. Ja, klar. Und es darf ja nichts für den kostbaren Chaoten-Videos verloren gehen. Richtig. Wir sind verstrahlt, weißt du? Kostbare Chaoten-Videos. Das ist alles wertvoll. Nichts wird weggeschmissen. Tatsache. Weißt du, in Afrika sterben Kinder. Also nachhaltig. Das ist eine Zeit, Nachhaltigkeit. Nachdem die Session gedreht wurde, wurde das weggeschmissen. Mit sowas sind immer wieder geködert. Naja. Die Zeit. Ich glaube, wir müssen abfahren. Ja, sicher? Ja, also mein Navi sagt, wir müssen abfahren. Meins auch. Also es ist Felix Stein. Also mein Navi, ich habe gar nichts eingestellt, von daher, ich fahre euch einfach mal hinterher. Josh! Boah, Alter, ey. Wie oft der 96% Bremsdruck mir hier schon den Arsch gerettet hat. Ich hab 105%. Merkst du selber, das hat nicht funktioniert, ne? Na klar geht das. 105%. Geht denn da vorne? Bei, ja, ganz ehrlich. Ein Zwanzigstel halt. Ui. Ja, mei. Ich kann nicht mehr ordentlich fahren. Wer blinkt mich denn da die ganze Zeit an? Hey, Josh. Ich blinke die Gegenseite an eigentlich. Ich möchte grüßen, bloß. Hey, dir, du möchtest grüßen. Seid gegrüßt, Volk. Die Engländer stehen uns bei. Ja. Eher nicht. Ja, Josh, merkst du schon, gell? Die sind mit ihrem eigenen Brexit beschäftigt, weißt du? Ja, wie, dann kann man damit echt noch beschäftigt sein, so. Aber Josh. Josh, weißt Alter. Du, das war nur, weil der Chur so viel gechillt hat. Oh. 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 Ui, Kreisverkehr. Mit 100. Ui. Ja, locker. Und die Amerikaner waren viel zu wahr zu der Zeit. Die waren Truman.